Ein wildes Sonnen erscheint, was das wohl zu bedeuten hat. Ihr könnt es euch schon sicher denken. Übrigens, hallo Leute und willkommen zu einer weiteren Folge von Pokémon Blau. Wie ihr gesehen habt, habe ich Patex ein bisschen gelevelt. Also für Level 16 hat sich immer noch nicht entwickelt, weiß nicht wieso. Und ihr seht gerade, das hier wird unser drittes Teammitglied. Habe ich lange ein bisschen so drüber diskutiert. Da wird das jetzt Sandern, wird das jetzt Kleinstein. Dann bin ich zum Entschluss gekommen, dass es doch Sandern wird. Weil ich kann ja nicht richtig tauschen wegen Kleinstein. Außerdem sieht es nicht cool aus. Ich meine, es hat Haare. Es ist ein Stein und hat Haare. Ich meine, was? Komm, bitte, fang. Ich habe jetzt keinen Bock, dass Patek wieder abkratzt. Ach, danke schön, Sandern. Bist aber nett. So, neuer Eintrag. Sandern Maus. Dieses Pokémon lebt in trockenen Gebieten unter der Erde. Es jagt jedoch an der Erdoberfläche. Okay. Ich habe keinen richtigen Spitznamen für den, von daher... Ich nenne es einfach Sander. Einfach so. Ja. Ich habe einfach keinen richtigen Namen für den. Übrigens, offscreen fange ich so ein paar Pokémon, nur dass ihr euch nicht wundert. Und hin und wieder trainiere ich auch mal. Und wir sind ja letzte Folge hier in der Tsukida City angekommen. Ich war hier gerade im Gras. Ihr wisst ja, wir sind ja da oben. Hier runtergesprungen von dem Mondberg aus. Und dann sind wir hier in der Tsukida City. Und wir werden hier eine Stadterkundung machen und dann auch gleich die Arena bezwingen. Zumindest denke ich mal. Vielleicht machen wir es sofort. Weiß noch nicht. Ich muss erstmal noch mein Habitat, was ich vorhin gefangen habe, im PC tun. Diesmal passt sich auf, welche Pokémon ich im PC tue. Ihr wisst Bescheid. Also die Leute, die letzte Folge gesehen haben, die wissen Bescheid, was ich damit meine. So. Und dann heilen wir eben. Wir kommen, Pokémon-Händler, bla bla. Ja, heilen. Piep, piep, piep. Bam, bam, badadum. So, danke. Pokémon sind wieder fit. Ich hab dir zu danken. So, Stadterkundung geht los. Mit denen haben wir, glaube ich, schon gesprochen. Ja, doch, doch, ich denke schon. Mit ihr auch. Genau, die wollte hier ein rotes Fahrrad, weil sie sammelt ja Fahrräder. Fahrer! Fahrradladen. Fahre leicht und schnell mit dem Rad durch Höhlen und Gras. Oh, können wir jetzt einen kaufen? Oh, bitte nicht zu teuer. Wie sehen die denn aus? Die haben da so... Ach stimmt, es gibt ja solche... Wie heißen die überhaupt? Es gibt ja solche Fahrräder, die haben vorne so einen Beutel dran. In Deutschland gibt es sowas, glaube ich, nicht. Zumindest habe ich sowas noch nie in Real Life gesehen. Nur in Videospielen und Fernsehen und sowas, aber in Real Life eigentlich noch nie. Also, falls jemand weiß, wie das heißt, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Das würde mich mal interessieren. Die Fahrräder sind ziemlich cool, aber unheimlich teuer. Wirklich? Wie viel Geld haben wir denn? 2500. Für ein Kind ist das viel, aber ob es für ein Fahrrad reicht? Ja komm, ein Fahrrad wird doch nicht so viel kosten, oder? Ich möchte ein Hollandrad kaufen. Ein Mountainbike hat keinen Gepäckträger. Hollandrad heißt das? Aber ich kann sie ansprechen. Heißt das wirklich Hollandrad? Hollandrad. Okay, kann sein. Ja gut, Frage geklärt. Komm, wie viel kostet das denn? Hallo, willkommen im Fahrradladen. Wir haben garantiert das richtige Fahrrad für Sie. Oder für dich. Das ist unser bestes Fahrrad. Möchtest du es haben? Ja, ist es jetzt der Preis? Genau, 1 Million. Das ist doch 1 Million, ne? Ja, 1 Million! Leute, man kann nur 999.999 insgesamt haben. Das heißt, es ist gar nicht kaufbar. Es tut mir leid, du kannst es dir nicht leisten. Besuch uns bald wieder. Ja, boah, alter Abzocker für 1 Million Euro! 1 Million Dollar für ein Fahrrad! Alter, was hat er geraucht, ey? Ehrlich, ey. Okay, ich kann es von hier aus ansprechen. Tipps für Trainer. Drückt man den B-Knopf während der Entwicklung eines Pokémon, so wird der Prozess abgebrochen. Ja, also wer zu faul ist für einen Ewigstein, der kann einfach die ganze Zeit B drücken. Lamus wendet sich ab. Lamus zurück! Nein, nicht! Es ist schwer, ein Pokémon zu kontrollieren. Ob dein Pokémon gehorcht, hängt von deinen Fähigkeiten als Trainer ab. Oder wenn man halt Orden hat. Die haben wir ja. Hier ist der Markt. Benutze einen Schutz, um Käfer und schwächere Pokémon von dir fernzuhalten. Also gibt es Schutz doch.
Vor optimalen Schutz solltest du das stärkste Pokémon an die Spitze der Liste setzen. Jaja. Besitzt du Sonderbonbons? Gibt man einem Pokémon einen Bonbon, dann erreicht es den nächsten Level. Richtig. Hat sich das eigentlich erklärt, was ich erklären wollte? Naja, ist nicht so schlimm. Hallo, kann ich dir behilflich sein? Gerne. Du kannst mir Schutz verkaufen. Boah, nee, 99 ist zu viel. Wir werden schon. Ja, komm, 5. 5 wird reichen, denke ich, fürs Erste. Tränke, wie viele Tränke haben wir? Toll, das steht hier gar nicht. Komm, ich kaufe mal 5. Hast du genug Geld? Ach, das hat ja... Ist das jetzt sicher? Oh, nein. Nee, ne? Boah. Ich habe so viel Geld ausgeschmissen. Oh, nein, scheiße. Ja, toll, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Wir brauchen dringend Geld. Mann, was machen wir da nur? Wow, es sind Häuser und haben keine Türen. Macht auf jeden Fall Sinn. Na gut, einfach nur Deko. Du bist auch ein Trainer. Zum Sammeln und zu kämpfen ist nicht immer so leicht. Azur City, Pokémon Arena, Arenaleiterin Misty. Die gruselige Arenaleiterin. Gruselig? Okay, wieso ist sie denn gruselig? Das kennen wir doch. Dem gehen wir doch mal auf den Grund, ne? Oder? Was haben wir hier? Ich skippe das erstmal ein bisschen. Da ist sie. Das müsst ihr anscheinend. Aber bräuchte ich nicht Surfer oder sowas? Damit ich auf dem Wasser surfen kann? Oder irgendwas anderes? Azura City, Pokémon Arena, Leitung, Misty, bisherige Sieger Gabby. Ach, Gabby ist eh immer bisherige Sieger. Hey, warte, du Champion ins Spiel. Ich habe einen Tipp für dich. Misty, die Arena-Leiterin, kämpft mit Wasser-Pokémon. Du kannst ihnen das Wasser mit Pflanzen-Pokémon entziehen, aber du bist zu schlecht, wenn wir so sagen. Elektro-Pokémon dürften sich auch als nützlich erweisen. Aber wenn du nichts von beiden hast, kannst du fragen gehen. Ach, danke für die Tipps. Komm, Patex, ich weiß, du schaffst es, Patex. Komm, wir machen mal die Arena jetzt sofort. Und danach schauen wir uns die Stadt ein bisschen weiter an, okay? Gut. Platsch, ich bin dein erster Gegner. Es geht los. Aha, du bist also mein erster Gegner. Die Stimme hat mal so gar nicht gepasst. Sieper. Oh, Sieper sieht richtig süß aus. Oh Gott, dieser stark. Level 16. Da hat ja Patex kaum was zu reißen. Komm schon. Schaffen wir. Einfach nur Windschuss ganz jetzt spammen. Das passt schon. Ich möchte nämlich, dass Patex auch endlich mal sich entwickelt. Ich dachte eigentlich, dass es wieder 15 so wird. Ja, Volltreffer. Ja, definitiv. Ja! Genau, Attacke ging daneben. Meine Faust geht gleich daneben. Ups. Da wäre ich so ein bisschen salty. So ein bisschen. So ein kleines bin. Nein. Wie wär's mit nein? Darauf habe ich echt keinen Bock. So, lass es. So. Ich habe eigentlich kein Thema oder irgendwas anzusprechen oder so. Weiß ich nicht, was ich sagen soll. Dieses Sepa, das ist sehr, sehr süß. Vor allem, wie es mich anspucken will. Sehr süß. Komm schon, Level 17. Ach, als ob. Muschus. Ja, Muschus ist ganz okay. Sieht ganz okay aus. Sander hat hier 0 zu melden. Sander geht sofort down. Aber Wasser ist sehr effektiv gegen meinen Sander. Also ist gar nicht sehr schlecht. Ja, tackle. Ich kenne mich hier sogar eigentlich ganz gut aus. Und ja, ich würde sagen, wenn wir erstmal die Arena machen, ist eigentlich gar keine so schlechte Idee. Denn dann haben wir, erstens haben wir schon mal einen Orden und zweitens haben wir schon ein bisschen EP. Denn danach kommt ein schwieriger Kampf und der ist echt schwierig, vor allem im Remake. Also da hing ich lange fest, weil der Kampf auch echt schwierig ist. Ach, die würden sich immer noch nicht kein Level Up machen. Das darf nicht wahr sein. Doch, ist es aber. Du willst auch kämpfen, wa? Zuerst fordere ich dich heraus. Misty muss warten.
Immer diese Assistenten. Pfadfinderin, die sah erstmal aus wie so eine Schwimmerin. Oder ich habe mich einfach nur verguckt. Kann sein. Das ist Goldini! Goldini hatte damals Beine. Spaß. Aber das sieht schon aus, als würde sie stehen. Ich meine, Goldini ist ein Fisch und es kann stehen. Otto. Ah, ja, ja. Altes Sprites wie FTW. So ist es halt. Kannst mich nicht besiegen. Bin zu robust für dich. Kannst mich nicht besiegen. Und wir sind fast an bei Misty. Ich überlege gerade, ob ich irgendwas ansprechen könnte. Mir fällt aber nichts ein. Leider. Patex Level 17, finally! Kannst du dich auch bitte entwickeln? Das wäre cool. Das wäre echt cool. Komm schon. Ich bin überwältigt. Och, Patex, was ist los? Du musst dich anderen Trainern stellen, um herauszufinden, wie gut du bist. Die geben einen noch Tipps oder wie, wenn man die nochmal anspricht oder. Bis sie verbessert steht, ihr könnt. Jemand wie du hat keine Chance, sie zu besiegen. Bist du dir sicher? Hey, was redet hier so? Du musst neu sein. Ich habe dich noch nie gesehen. Wenn ein Trainer zum Profi werden möchte, muss er sich eine Pokémon-Taktik erarbeiten. Auf welche Weise fängst du deine Pokémon? Meine Strategie basiert auf dem gnadenlosen Offensiveinsatz von Wasser-Pokémon. War auch klar, dass die Pokémon Wasser-Pokémon hat. Kampf gegen Misty. What the fuck? Okay, ich kann mir vorstellen, dass das Sprite in anderen Versionen nicht so ist. Das sieht aus, als wäre es zensiert. Sagen wir es mal so. Ansonsten sieht ja eigentlich schon normal aus, sagen wir mal. Ich kann verstehen, wieso die ein Remake. Wie auch immer. Ja. Was? Ich hab nur einen Trank? Stimmt, ich habe ja kein Geld mehr gehabt. Na komm, jetzt Leute, du schaffst das schon. Wir brauchen schon Heilung, ich brauch's nicht. Oder auch schon. Komm. Trank, seien wir nicht so geizig. Auch wenn wir kein Geld haben. Oder vielleicht kriegen wir ja Geld, wenn wir sie besiegen. Ich weiß es. Was X Abwehr? Verteidigung nimmt stark zu. Mist. Chrissy, ja toll. Ich möchte nicht Game Over gehen, okay? Ich hoffe, ich lande überhaupt wieder in Azura City, in einem Pokémon Center. Nicht, dass ich wieder Dings lande vor dem Berg. Das fände ich nicht so cool. Fast, komm. Das kannst du es nicht antun. Du kannst mich jetzt besiegen. Ja, ja, toll. Nein. Ach, genau. Es geht daneben. Bestimmt. Ja, genau. Danke. Aber er lebt noch. Oh, es kommt Level 22. Nice. Starmie. Sternlunde Starmie. Hatte nicht eigentlich noch einen Garados? Leute, hatte nicht eigentlich noch einen Garados gehabt? Ich dachte, die hätte. Ach, stimmt. Nee, das hat die erst in Johto hat sie das erst. Okay. Aber Remake hatte die aber noch ein drittes Pokémon. War das nicht Goldini? Wie auch immer, ich hab eh keine Chance. Komm, Tackle einfach so warm. Ja, keine Chance. Level 21! Übertreib! Level 21, Starmie! Ja, X-Abwehr, genau. Mach dich halt noch richtig zum Tank. Ja, diesen einen Balken, darauf könnte ich scheißen. Ja, ein KP. Ich werde es eh nicht schaffen. Ich werde Game Over gehen. Ich hätte heilen sollen. Ist aber auch nicht so schlimm, weil man verliert Geld. Mist. Komm, Sander. Ich muss dich opfern. Ach stimmt, ich habe Sander nicht trainiert. Ja, das machen wir noch. Ja, ich bin eh One-Hit-KO. Der Talk ist sehr effektiv und Volltreffer. Alle Pokémon wurden besiegt. Wie viel Geld verliere ich denn? Gar nichts. Verlierte man damals kein Geld? Das ist gut. Und das ist auch gut, dass wir hier gelandet sind. Dann können wir direkt nochmal kämpfen. So, ich versuche es noch einmal. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist nicht mein zweiter Versuch. Das ist schon mein sechster Versuch oder so. Ich habe jetzt ganz viele Items verkauft, damit ich Geld habe für...
Tränke, denn ich hatte gar keine Tränke mehr und gar kein Geld mehr. Nur, dass du Bescheid wisst. Ich werde den Kampf jetzt auch vorspulen, weil das wollt ihr jetzt eh nicht mehr sehen, denke ich mal. Ja, weiß ich Bescheid, zack. Nein, ich möchte nicht tauschen. So, die ganze Zeit einfach angreifen. Ach, auf einmal läuft's besser. Ist klar, nee. Da mache ich mir so viel Mühe und der ist sofort besiegt, weil Misty kein Dings X-Abwehr ansetzt. Ist klar, vorher die ganze Zeit besiegt. Wenn ich jetzt sterbe, wollte schon sagen, wenn ich jetzt sterbe, wäre das richtige Betrug gewesen. Danke, Spiel, ich hab's endlich durchgeschafft. Die ist echt nicht einfach, muss man schon sagen. Ich werde auch die ganzen Versuche nicht reinschneiden, weil das sonst die ganzen Part überführen würde. Und dann wären wir schon fast bei 30 Minuten, da hätte ich keinen Bock zu. Wow, du bist sehr gut. Alles klar. Ich überlasse dir den Quellorden als Zeichen deines Triumphes. 2000 Pokédollar kriegt man hier. Danke Gott. Ich bin wieder reich. Nicht reich, sondern reich. Der Quellorden lässt alle Pokémon bis Level 30 deinen Befehlen gehorchen. Sogar Außenseiter gehorchen dir. Boah, wie das sich anhört. Deine Pokémon können den Zerschneider nun jederzeit einsetzen. Aber da du ihn nicht besitzt, tja, Loser, du kannst kleine Büsche zerhacken und so neue Wege freilegen. Zu guter Letzt schenke ich dir doch an meine Lieblings-TM. Die TM-11. TM-11 ist der Blubstrahl. Wasser-Pokémon können diese Attacke lernen. Gucken wir mal, schau nächste Folge mal, ob wir ein paar TMs erlernen. Diese Folge nicht. Wie gesagt, ich schaue mich jetzt noch ein bisschen um in der Stadt. Und dann gehen wir oben, denn oben ist eine Brücke, da geht es dann weiter. Und nach unten können wir nicht, denn wir brauchen den Zerschneider. Denn wir brauchen den Zerschneider. Wir müssen den Baum nämlich zerschneiden. Nicht mit der Schere, nein. Gut, unten haben wir schon alles angesprochen. Also nicht alles angesprochen. Sondern mit ihm geredet. Jetzt kommt der obere Teil der Stadt. Da oben ist auch die Brücke irgendwo. Also ja. Gut. Eine neue Musik, okay. Also eine andere Musik, meine ich. Nur sehr begabte Träger. Trainer tragen Pokémon-Orden. Wie ich sehe, bist du bereits Träger eines Ordens. Die Orden sind geheimnisumwoben. Also dann, über welchen der 8 Orden soll ich dir etwas erzählen? Oh, besuch mich, wann immer du möchtest. Ach, der erzählt einen über die ganzen Orden, aber ich möchte nicht spoilern, welche Trainer und alles kommen. Also im Hintergarten, hier gibt es bestimmt überall Items. Spamme mal ein bisschen meine Taste. Aber irgendwie finde ich hier nichts. Kann ich hier jetzt eigentlich rein? Anscheinend nicht. Ach, oder so. Ja gut. Oh, ist hier irgendwas im Mülleimer? Nee. Es gibt auch manche Items gibt es auch im Mülleimer. Das ist lol, wie ich weiß. Aber meine Pokémon sind jetzt nicht geheilt, ne? Nee, eben nicht. Gut. Ich hoffe jetzt wirklich, dass Patek sich mal entwickelt. Damit ich den nicht mehr trainieren muss. Also ich möchte ihn bis Level 20 ungefähr so trainieren. Und danach tue ich Sander nach vorne. Oder Sander halt. Der Sander braucht ja auch mal ein bisschen was. Und ich speichere jetzt erstmal, bevor ich den ganzen Spielfortschritt hier verliere. Ja, den Sieg muss ich nämlich speichern. Das ist wichtig. Ja, ja. Das hat mir nicht mal eine Tür, das Haus. Ja, lol. Oh, wer bist du denn? Die Leute hier wurden beraubt. Das Team Rocket steckt hinter den abscheulichen Verbrechen. Sogar die Polizei ist gegen das Team Rocket machtlos. Dein Ernst? Ich habe die besiegt. Ich habe das ganze Team Rocket Team in dem Berg zerstört. Und die Polizei will mir sagen, dass sie machtlos gegen die ist. Ja. Definitiv. Hier oben ist die Brücke. Also hier ist der Weg zur Brücke. Das machen wir dann nächste Folge. Dann werde ich jetzt noch eben schauen, dass ich Patex eben entwickeln kann. Für ein Ende der Folge. Und ja, dann sehen wir uns, denke ich mal, gleich wieder. So. Ich habe ein bisschen vorgespult. Also Patex entwickelt sich gerade zu Tauboga. Finde ich gut.
Tabuga sieht ein bisschen dick aus. Auf dem Sprite sieht er sogar dünner aus, glaube ich. Oder zumindest ein bisschen krüppeliger. Aber das soll uns nicht stören, denn Patex ist ja immer noch unser Patex. Shadows. Tabuga. Tut mir leid, dass ich die ganze Evolution jetzt ein bisschen verpasst habe. Also ein bisschen vorgespult habe. Level 18 ist unser Guder. Hat immer noch keine Attacke erlernt. Ich werde nächste Folge dann mal schauen. Was ich für TMs ich verteile. Vielleicht erhält auch Sander Geduld. Das wäre mal was. Ich meine, da muss er auch irgendwas können. Gut, dann würde ich sagen, ich bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt bei mir. Hoffe, dass ihr nächstes Mal wieder einschaltet. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst doch gerne eine positive Bewertung da, damit ich sehe, dass es euch gefallen hat. Ja, macht Sinn. Abo könnt ihr auch gerne da lassen, falls ihr mehr von mir sehen wollt. Und die Glocke aktivieren, damit ihr nichts verpasst. Ne? Haut rein, Leute. Und tschüss.